Hallo und herzlich willkommen zurück zu New Super Mario Bros. U. Wir sind immer noch nicht fertig mit dem Spiel und warum, fragt ihr euch jetzt wahrscheinlich, gehe ich in den Einzelspielermodus und skille hier ein bisschen mit Mini-Mario rum? Ganz einfach, ich wollte euch noch die Pilzhäuser hier in der Welt zeigen und mir selbst auch nochmal vor Augen führen, weil wir die uns ja im LP selbst nicht angeguckt haben. Wieder ein Block-Item, aber es wird erstmal gemischt. Joa, da merken wir uns die beiden Items, ja? Macht am meisten Sinn. Es bringt zwar absolut nichts mehr, aber ich finde es cool, dass man die dann wohl auch... Moment. Entweder habe ich jetzt... Also einen habe ich wahrscheinlich falsch in Erinnerung, oder? Nee, beide richtig. Wunderbar. Ich dachte, ich hätte einen kurzzeitig verloren. Das ist natürlich blöd, wenn man dann trotzdem sich zwei fokussiert und dann nicht mehr weiß, welcher der ist, den man sicher weiß. Aber wir haben es hinbekommen. Nee, was ich noch sagen wollte, ich finde gut, dass man die hier dann auch ins Inventar bekommen kann tatsächlich. Und damit, ja... Ich nehme an, die restlichen Pilzhäuser sind genauso aufgebaut, oder? Gucken wir mal kurz rein. Ah, ne, da gibt es sogar noch ein paar neue. Coole Sache. Joa, was wollen wir denn? Wir wollten eigentlich... Wollen wir mal einen Propellerpilz? Das ist zwar total Wumpe und ich habe jetzt oben gar nicht geguckt und hier auch nicht. Egal. Ich finde es auch cool, wie Mario einfach die Baby-Yoshis hier mitnehmen kann. So, das ist jetzt bestimmt ein Bowser, deshalb nehmen wir ihn mit. Und ne, es ist tot. Aber nur ein Propellerpilz. Ja, jetzt können wir so unser ganzes Inventar hier nochmal aufstocken. Gab's noch ein anderes Minispiel? Ich glaube nicht, ne? Gucken wir trotzdem mal. Vielleicht haben sie sich noch eins einfallen lassen oder so. Zur Not können wir ja mal ganz schnell beenden oder sowas in der Art. Ja, interessiert mich halt nochmal, was sie hier sich ausgedacht haben, auch wenn ich es mir im LP selbst nicht angeschaut habe. Hier gibt's dann nochmal das Standard-Minispiel und hier gehen wir, glaube ich, auch raus. Ohne das jetzt fertig zu spielen, weil... Mit den Items werde ich mein Leben nichts mehr anfangen. Also, könnte sein, dass ich mich irgendwann nochmal ransetze und irgendein Level aus Spaß mit Propellerpilz oder mit Pinguinanzug spiele, aber ich glaube ja eher nicht. Wobei, ich hatte es, glaube ich, sogar angemerkt. Ja, das ist wieder das Spiel hier. Ja gut, das können wir uns jetzt auch merken, weil hier kann ich eh nicht unterbrechen. Wahrscheinlich merke ich es mir sowieso falsch, aber ja, diesmal, es schien einfach zu merken zu sein. Entweder ich lag falsch, ja, oder nee, es war richtig. Toll! Das waren natürlich auch zwei Antwortmöglichkeiten, mit denen man sich nicht hätte verscherzen können, denn entweder ich lieg falsch oder ich lieg richtig, ist immer im Bereich des Ereignisses. Ja, das ist so ein bisschen statistisch zu sagen, es trifft zu oder es trifft nicht zu. Bist du platt oder bist du nicht platt? Ja, so ziemlich in der Art. Ja, jetzt haben wir nicht mal gespeichert. Aber wir haben wenigstens gesehen, was hier so los ist. So, jetzt kommen wir zu dem Abschnitt. Wir nehmen jetzt einfach mal Mario. Mein Mii habe ich momentan satt. Wir nehmen jetzt einfach Mario. Ich glaube, dass ich so hart gefailt habe bei den ganzen letzten Herausforderungen, könnte unter anderem daran liegen, dass ich eben immer am Ende der Session hier richtig harten Level gespielt habe. Und das nicht unbedingt die schlauste Taktik ist, wie ich jetzt so ziemlich feststelle. Ja, vielleicht sollte man einfach mal befreit an die Sache rangehen. Vielleicht ist das ja auch genau das, was man machen sollte. Aber es könnte auch sein, dass uns das jetzt richtig runterziehen wird, weil ich die Spielmechanik erstmal wieder reinbekommen muss. Und das in einem 4-Sterne-Level jetzt nicht unbedingt sich so gut... Sehr gut. Also an dem Fuzzy ist, glaube ich, bis jetzt noch niemand gestorben. Ja, also wie gesagt, zurück zu dem Punkt, an dem... Ja, der mich die letzten Wochen so ziemlich beschäftigt hat und der es wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile tun wird. Und, ja, der mich auch ziemlich runtergezogen hat, so. Nein, das hört sich jetzt ein bisschen zu hart an. Psychisch hat er mich nicht runtergezogen oder so. Wie habe ich das nochmal gemacht beim letzten Mal? Das ist blöd. Ich merke gerade, die Pause ist dann doch wohl nicht... Naja, auf der einen Seite ist es gut, weil man eben wieder eine Motivation hat. Auf der anderen Seite ist es nicht gut, weil man die Spielmechanik nicht mehr so ganz drin hat. Wobei ich glaube, dass das, ja, gibt mir 5 Runs und ich habe es wieder so halbwegs drin. So, jetzt einmal, na, das konnte ich schon mal besser. Wie habe ich denn das beim letzten Mal gemacht? Bin ich da immer über den Block gesprungen? Nee, ich glaube, ich bin noch da immer von unten gegen den Block, oder nicht? Wieso weiß ich das jetzt schon nicht mehr? Das ist Grütze. Naja, immerhin sind die Lecks jetzt erstmal ein bisschen eingezähmt, die ich ja sonst in Sessions immer gegen Ende habe. Ganz einfach, weil mein PC da unglaubliches Datenvolumen irgendwie... Das war gut. Ja, und jetzt hier irgendwie so, wo man sowieso stehen bleiben muss, von daher... Also wenn man an der Stelle noch irgendwie schneller durchkommen kann, dann sagt's mir. Weil dann ist das bestimmt der Punkt an...
Ich habe eigentlich auf Springen gedrückt, aber okay, dann halt nicht, Mario. Wenn du nicht willst, dann kann ich dir auch wenig helfen. Tut mir leid. Ja, ich wurde des Öfteren darauf angesprochen, dass diese Herausforderung hier... Ja, naja, es gibt auch bei euch geteilte Meinungen. Also die einen sagen, oh mein Gott, bei den 4-Sterne-Herausforderungen habe ich teilweise bis heute noch nicht geschafft, manche. Und da bin ich natürlich glücklich drüber, wenn ich die geschafft habe. Und das trifft bis jetzt auf das hier, auf die Zeitherausforderung, da wurde mir bis jetzt noch nicht geschrieben, weil ich hier auch noch kaum 4-Sterne-Level geschafft habe. Und die ich geschafft habe, waren wahrscheinlich sogar die einfachsten. Das war jetzt nicht so clever. Ja, aber bei dem Rosa, da wurde mir schon geschrieben, dass manche wirklich auch an der Herausforderung ziemlich lange gehangen haben, wenn sie es überhaupt schon geschafft haben. Von daher, ich kann es auch durchaus nachvollziehen. Ich bin jemand, der kann sich da halt unglaublich gut reinklemmen, aber für jemanden, dem sowas eben schnell langweilig wird, da kann ich es voll und ganz nachvollziehen, dass er sagt, okay, ich lasse es. Das ist auch sowas, was ich in Mario Kart immer im Zeitfahren auch so ein bisschen zeigt. Die Leute, die Zeitfahren gerne machen, die klemmen sich dann auch mal 3 Stunden hinter einer Strecke. Okay, 3 Stunden ist jetzt vielleicht doch ein bisschen hart, weil manche... Es gibt durchaus auch Leute, die klemmen sich vielleicht nur... Na, das war jetzt nicht so geil. Die klemmen sich vielleicht nur 1 Stunde hinter die Strecke, ja. Aber immerhin, es gibt Leute, die können keine 3 Runs machen und die wird langweilig. Das ist dann... Da, sowas ist nicht zeitvertauglich, nein. Das würde ich dann auch erst gar nicht probieren. Wenn mir dann selbst schon langweilig wird, dann hat es nämlich überhaupt keinen Sinn, das irgendwie weiter zu probieren. Das war cool. Ich weiß nicht, warum ich hier gerade so skille. Aber es sieht gut aus. Wenn ich jetzt nur den Anfang nicht so verschissen hätte. Nein. Es war so eng. Aber hey, wir haben das Ende gesehen. Wir sind relativ gut durchgekommen. Und ich glaube, wenn wir den einen Fail beheben, den wir begangen haben, dann können wir diese 0,6 Sekunden, die uns hier fehlen, auch durchaus rausholen. Und wie sich zeigt, ist es wohl auch nicht ganz so notwendig, komplett schnell durchs Level zu kommen. Man kann wahrscheinlich an einer Stelle sogar kurz Halt machen. Das Einzige, was mich jetzt unglaublich gewundert hat, ist, dass wir da an der Stelle mit den rosanen Pilzen so gut durchgekommen sind. Das ging beim letzten Mal ja gar nicht irgendwie. Kann es sein, dass das ziemlich glücksbedingt ist? Ich hoffe ja nicht, weil dann werde ich es nie wieder so schaffen wie jetzt gerade. Und das ist bitter, weil ich hier gerade den einen Anfang verkackt habe. So macht man das. Wieso nicht? Wieso? Wieso, warum? Nicht früher. Ich liebe das, wenn man 2 Worte einfach gleichzeitig sagen will und die dann kombiniert und dann irgendeine Grütze bei rauskommt. Das ist aber so häufig der Fall. Gerade auch in LPs. Ja, das war jetzt nicht unbedingt so geil. Ja, und da hätte ich... Habe ich das denn beim letzten Mal gemacht? Weiß ich das noch? Irgendwie nicht... Oh, ich müsste mir jetzt eigentlich meinen eigenen Run nochmal angucken, um zu wissen, wie ich da gut durchgekommen bin bei der Stelle. Ja, egal. Passt auch so. Ja, jetzt können wir vielleicht mal wieder ein bisschen abschweifen, damit es nicht ganz so schnell vorbei ist, das Level. Damit auch sowas mal passieren kann und ich mich darüber dann auch gerne mal ein bisschen beschweren kann. Ist alles in Ordnung. Was geht bei mir? Die letzte Klausur ist geschrieben. Jawohl. Jetzt habe ich 2 Wochen erstmal nichts. Wirklich nichts. Und das ist... Einfach ein herrliches Gefühl, wenn man sowas an der Uni relativ selten hat. An der Stelle möchte ich mich nur noch mal bei Cornel beschweren, der gesagt hat, ich würde in meinen Semesterferien auch was für Physik machen. Das stimmt, aber es liegt daran, dass ich Praktikum hatte. Und ich bin auch niemand, der in den Ferien irgendwas macht, was aufarbeiten oder so in den Ferien. Das kann ich auch gar nicht. Das war jetzt nicht so klug. Wie habe ich das eben gemacht? Also über den Fuzzy kommt man auf keinen Fall. Aber wenn man durchrennen will, dann muss man irgendwie ziemlich krüppelhafter springen. Wirklich einen Sprung setzen, der ganz knapp an ihn rankommt und aber auch nicht ein bisschen höher. Ja, also wie gesagt, ich bin auch niemand, der in den Ferien irgendwie großartig dazu bestrebt ist, irgendwas zu machen für Schule. Uni ist jetzt halt, noch ein bisschen neu für mich, deshalb kann ich das noch nicht so für mein gesamtes Studienleben sagen, aber jetzt zumindest die ersten Semesterferien werde ich einfach nichts machen, die ja ohnehin sowieso nur, was habe ich jetzt hier gemacht gerade, die ohnehin sowieso nur 2 Wochen lang sind, was eine ziemlich beschämend kurze Zeit ist für Semesterferien. Naja gut, das ist halt so ein bisschen das Problem, ich hatte immer so löchrige Ferien, ja, also, ihr habt es ja wahrscheinlich mitbekommen, ich hatte nach den letzten Klausuren noch ungefähr so 2 Wochen frei.
was ganz nett war und dann halt Praktikum. Aber das Problem ist, in den 2 Wochen, wo man frei hat, muss man sich halt schon aufs Praktikum vorbereiten, weil ansonsten steht man dann einen Tag vom Praktikum da und hat keine Ahnung, was man machen soll. Und das war bei uns echt so, weil unser erstes Kolloquium war ganz schön hart, weil wir da auch den asozialsten Prüfer als Studenten hatten, den man sich vorstellen kann, so ziemlich. Und dieser Sprung, das ist echt Maßarbeit, den zu schaffen. Mit denen hat, dann ist es easy, aber den Sprung, das ist nicht schön, nee. Ja gut, danach kommen halt noch die 2 Fuzzis, die uns beim letzten Mal so unglaublich gut in Ruhe gelassen haben. Ich weiß echt nicht warum. Lag es daran, dass ich am Anfang langsamer war, stehen die dann anders, aber ich bin bisher der Überzeugung ja, dass die Sachen sich immer so, ja immer gleich verhalten. Boah, wenn jetzt schon meine Stimme verreckt, ey. Dass die Sachen immer sich immer gleich verhalten, sobald man den Screen betritt. Das heißt, es ist relativ egal, wie man sich in den Screens vorher angestellt hat, dass man hier immer dann ungefähr gleich landet. Das war jetzt zum Beispiel richtig Panne. Mann, was ist denn das? Oder bin ich über den drüber gesprungen? Nee, das bin ich nicht. Also daran könnte ich mich erinnern. Oder bringt ein Dreisprung tatsächlich sowas wie eine gewisse Weite rein? Hätte Mario doch hier nur den Weitsprung, ey, das wäre doch viel cooler. Dann könnte man diese ganze Chose da einfach einmal einen Weitsprung machen und dann wäre es das gewesen. Okay, dass ich da jetzt den Dreisprung gesetzt habe, war vielleicht nicht ganz so cool, weil dadurch bin ich ein bisschen höher gekommen, aber das ist nicht sinnvoll, wenn man eh auf dem Boden will. Wenn ich das nachher das kostet, aber in der Regel, es sollte nicht an einem Dreisprung liegen, dass man hier nicht durchkommt. Also das wäre schon richtig behindert. Wow, das war eng. Nein! Wieso? Oh komm. Also das sehe ich jetzt aber... Okay, wir merken uns, wir rennen durch an der Stelle. Wir rennen so lange, bis wir kurz vorm Ende sind. Dann springen wir unterm Fuzzi durch und hoffentlich genau... Was? Genau dahin, wo es hin soll. Ja. Egal. Wie gesagt, schön jetzt frei und so. Bisschen löchrig, ja. Vorm Praktikum frei gehabt und jetzt... Wieder frei, halt nur 2 Wochen, dafür aber richtig frei. Und dann kommt noch dazu, dass man in Hessen immer eine Woche Weihnachtsferien länger hat als die restlichen Bundesländer. Oder was heißt die restlichen? Ich weiß nicht, vielleicht gibt es noch ein Bundesland, aber so als der Großteil. Im Zweifel vergleicht man es immer mit NRW, weil dann hat man immer das Größte rausgefischt und dann, also von der Einwohnerzahl her. Bayern ist natürlich das Größte, das ist keine Frage, oder? Ja, irgendwo muss man Bayern dann ja auch mal im Schwanzvergleich berücksichtigen und die Bayern sind immer so ein bisschen, naja, so ein bisschen eigen, ich weiß nicht. Die sind lustig, aber eigen. Hallo, Wambo. Nein, der hört das wahrscheinlich eh nicht. Okay, das war jetzt strange. Das war absolut aus der Not heraus, was ich hier gemacht habe. So, jetzt hier den. Genau, das war super. Das war mega gut. Mann, bin... Nein! Wieso springe ich da? Meine Güte. Ich habe gedacht, Mann, jetzt muss ich springen, damit die Wippe nicht nach unten geht und ich da schneller durchkomme. Aber das war genau die falsche Einstellung. Boah. Meine Fresse. Naja, immerhin können wir heute schreien, wie wir wollen. Es ist noch tagsüber. Meine Eltern sind nicht da. Im Übrigen schon die ganze Woche nicht. Ist ziemlich cool, mal einen Haushalt alleine zu haben. Nicht wegen den Pflichten, sondern mehr wegen den Vorteilen. Und so. Ja. Man kann bis abends durch LPen, was mir natürlich nicht viel gebracht hat, weil ich bis heute überwiegend lernen musste und das dann nicht unbedingt vorteilhaft ist. Aber, trotzdem, jetzt kann ich immerhin nochmal einen Tag LPen und halt den 24-Stunden-Stream machen, was mir sonst auch keineswegs irgendwie möglich gewesen wäre. Das Lustige ist, meine Eltern kommen, an dem Abend nachdem der Stream beendet ist. Da muss man ja schon mit Anfang und Endzeit rechnen, weil das sind ja schon unterschiedliche Tage. Also, es geht ja bis Samstag nachmittags und wahrscheinlich ist das schon vorbei, schon lange, wenn ihr dieses Video hier seht, aber ist scheißegal. Ich nehme das hier einen Tag vor dem Stream auf, was ich vielleicht auch nicht unbedingt machen sollte, weil meine Stimme dann... Die sollte ich eigentlich vielleicht sogar noch schonen. Weil das ist was, das hat Volo unter meinem Video geschrieben. Das habe ich so gar nicht bedacht, so wirklich, weil ich muss sagen, nach 10 Stunden, 12 Stunden Stream ist die Stimme schon ganz schön am Arsch. Aber auf der anderen Seite kann man das durchaus gut einschränken, wenn man Gäste im Call hat, weil man dann einfach nur noch die halbe Redezeit hat, teilweise auch mal eine kurze Leerlaufphase hat, wo man nicht unbedingt reden muss, weil man halt zu zweit redet. Und
wenn ich alleine rede, dann kommt es mir halt immer richtig gruselig vor, wenn ich nichts sage. Deshalb bin ich einfach ständig am Durchlabern und ich glaube, das ist auch durchaus sinnvoll so, ja. Ich meine, wofür guckt ihr das hier? Fürs Gameplay? Ich weiß ja nicht. Also bei MKW bin ich mir da nie so sicher, aber Leute, die das hier gucken, die sollten dann hoffentlich schon an dem interessiert sein, was ich sage. Ansonsten, naja. Ja, dieser MKW-Fluch. Ich habe mich selten dazu geäußert. Ich finde es auch nicht ganz so cool, wenn Leute halt nur auf MKW geiern. Aber hey, ich mache es, weil es mir Spaß macht. Und dann sollte ich auch nicht hinterfragen, warum Leute das gucken, sondern mich lieber freuen, oder? Also, so sehe ich das zumindest. Und wenn ich keinen Bock drauf habe, dann mache ich halt keine Videos. Fertig. Und das ist mir dann auch ganz und gar selbst überlassen. Das ist ja das Schöne. Ich kann machen, was ich will. Und ihr könnt, ja, nur bedingt was daran ändern, indem ihr die Zuschauerzahlen auf Null fallen lasst oder so. Aber, ja, ihr habt eine Macht quasi. Aber auch nur quasi. Das ist so wie im Staat. Theoretisch könnte sich das ganze Volk gegen die Regierung auflehnen. Aber das macht's nicht. Weil es zum einen nicht wirklich nötig ist bei uns, weil wir das die Regierung wählen. Sollte man meinen. Also, habe ich zumindest gehört. ich habe selbst ja noch nie mitgewählt. Das ist so ein bisschen bitter, dass die erste Bundestagswahl, in dem Jahr, wo ich 18 geworden bin, ein Jahr vorher war die Bundestagswahl und dann deshalb kann ich jetzt erst, oder waren es 2 Jahre sogar? Ich weiß gar nicht, wann ist denn die nächste Bundestagswahl? Ist das schon dieses Jahr? 2013? Doch, ich glaube, das ist schon dieses Jahr, oder? 2009? 2013? Kann das sein? Da könnte ich mich dieses Jahr das erste Mal tatsächlich mitbeteiligen. Wobei ich das auf Länderebene durchaus schon getan habe und auf Kommunalebene. Aber das Bundestagswahl hat halt irgendwie schon mal so Stil. Ich meine, auf der einen Seite, es ist was Großes, auf der anderen Seite muss man halt immer dran denken, dass 80 Millionen andere Menschen theoretisch auch mitwählen dürfen. Nur 50 Millionen es tun, aber immerhin. Nee, Quatsch, es dürfen gar nicht 80 Millionen. Wir haben ja immer noch genügend Kinder in unserem Staat, deswegen vergesst die Aussage. Aber das ist schon krass, wie wenig Wahlberechtigte es gibt. Wir haben da irgendwann mal eine Statistik zu gehabt, glaube ich, in Geschi oder so. Oder in Povi? Genau, in Povi. Und das unterschätzt man voll. Ich glaube, da waren sogar so 65 Millionen oder so nur wahlberechtigt. Das ist schon echt krass. Dass 15 Millionen Kinder haben. Wobei, könnte es da auch noch irgendwelche anderen Bevölkerungsgruppen geben, die da nicht mit reinzählen? Ich weiß es gerade gar nicht. Warum? Das war doch eben nicht so, oder? Hä? Wieso sind die jetzt so schnell gewesen? Keine Ahnung, also Land oder so wird es wahrscheinlich nicht ganz so viele geben, oder? Beziehungsweise, ich kenne mich da gar nicht so aus. Wer darf in Deutschland eigentlich so wirklich wählen? Eigentlich doch die Leute, die Bürgerrechte genießen, oder? Das heißt, man müsste durchaus eine Staatsbürgerschaft haben. Und Asylanten gehören da bestimmt nicht dazu. Kumpel von mir ist Türke und der hat tatsächlich nur eine deutsche Staatsbürgerschaft. Also ich würde ja, wenn ich schon in beiden Ländern so ziemlich unterwegs bin, ab und an mal, gut, er ist jetzt in der Türkei nicht ganz so häufig, also wirklich nur um seine Verwandten zu besuchen oder so, aber ich würde mir schon eine doppelte Staatsbürgerschaft zulegen, allein weil es geil ist, oder? Zweimal wählen und so. Also theoretisch, wahrscheinlich wird er gar nicht mal wählen. Ach, scheiße. Wahrscheinlich wird er gar nicht wählen in der Türkei, aber trotzdem einfach das Gefühl zu haben, dass man es darf. Aber okay, das ist vielleicht auch nicht ganz so cool. Man weiß es nicht so genau. So, wo war ich jetzt irgendwie? Genau, Haushalt alleine und so. Hat seine Vorteile, hat seine Nachteile. die Nachteile liegen erst auf der Hand, wenn man das ungefähr so eine Woche gemacht hat. Und da es bei mir nur eine Woche ist, ist es eigentlich ganz cool. Bei mir gibt es jetzt halt die Woche überwiegend Fastfood, Pizza, Chips, sowas in der Art. Sowas geht einem nach einer kurzen Zeit auf die Nerven. Aber wie gesagt, so eine Woche kann man das noch durchmachen. Und dann geht es auch. Das macht eigentlich ganz gut Spaß, so. Behaupte ich mal. Natürlich wird es dann cool, auch mal wieder richtiges Essen zu genießen. Auf der anderen Seite, ich esse aber auch ab und an noch mit meiner Oma.
Und die macht immer gutes Essen, das wisst ihr. Von daher ist das vielleicht sogar ein bisschen entkräftet. Aber ohne Witz, ohne Witz, ja. Ohne Witz, ohne Mist, schon wieder so zwei Worte. Ey, das ist... Heute kannst du mich schon wieder wegwerfen. Was wollte ich jetzt sagen? Pizza. Genau, ich habe mir gestern Abend eine Pizza gemacht. So eine Mozzarella-Pizza. Und die schmeckt eigentlich immer richtig epic. Aber das Problem ist, wenn man die abends isst und relativ bald danach ins Bett geht, diese Pizza hat so viel Knoblauch, das schlägt erstens voll auf den Magen und zweitens auch voll auf den Atem, ey. Das ist richtig eklig, wenn man dann einschläft, aber sie schmeckt einfach so geil. Das ist voll tückisch. Sollte man da draufschreiben als Ersteller. Achtung, nicht vor dem Schlafengehen essen, ansonsten Gefahr des, ja... überhöhten Mundgeruchs oder so. Habe ich irgendwann mal gehört, dass wenn man zu viel Knoblauch vorm Schlafen isst, dass das auch nicht gut sein soll zum Einschlafen. Jetzt nicht nur, weil man am nächsten Morgen dann halt unglaublich stinkt, aber das war mir in dem Moment dann auch egal, wenn ich heute eh nur Klausur schreibe. Die Leute, die ich dann als Betreuer oder als Korrektoren oder als... Ja, was sind das eigentlich? Die Studenten, die dann vorne stehen und Fragen beantworten, wie nennt man die? Tutoren? Keine Ahnung. Zweifel ist immer alles ein Tutor. Dann passt das schon. So, endlich habe ich die Stelle mal wieder geschafft, ey. Ja? Ja? Nein! Da hätte jetzt der Sprung hergemusst. Da hätte der Sprung hergemusst. Und ich habe es unterschätzt. Das Problem, wenn das Ding sich einzieht, dann merkst du das nicht so schnell. Mann, und ich hätte es doch eben beinahe schon geschafft gehabt, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Muss doch irgendwie machbar sein. Egal. Wir haben in der Session jetzt erst angefangen und das. Ich bin überzeugt, dass wir heute zumindest so vielleicht alles bis auf die 5-Sterne-Level schaffen. Ja. Die 5-Sterne-Level mache ich dann irgendwann mal in einer separaten Session oder so. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Mal sehen. vielleicht werde ich mich dann aber im Voraus ein bisschen darauf vorbereiten, sodass ich schon ein bisschen eingespielt bin. Das Problem bei sowas ist halt immer, wenn man es dann aus Versehen schafft, weil man denkt, oh mein Gott, ich bin eh gerade zu schlecht und dann schafft man es. Solche Momente gibt es ja immer ganz gerne. Dann seid ihr halt nicht dabei. Das wäre halt auch ein bisschen bitter. Deshalb kann man sowas geplant immer schlecht machen. So, jetzt... Nein, zu hoch. Dieser Sprung ist, glaube ich, echt der schwerste im ganzen Level. Also, alles andere... Ist schon echt Kindergarten gegen das. Ja, wird dann bestimmt lustig, wenn meine Eltern am Sonntag zurückkommen und dann merken, oh mein Gott, wieso schläft der denn? Ja, weil ich wahrscheinlich dann ungefähr den ganzen Tag lang schlafen werde oder so. So 16 Stunden bestimmt. Obwohl ich eigentlich jemand bin, der das nicht so wirklich kann. So nach 12 Stunden Schlaf oder so sagt meine innere Uhr... Junge, willst du nicht mal wieder was machen? Und dann weckt mich quasi mein eigener Körper auf. Auch wenn ich das manchmal vielleicht gar nicht will, aber... Auf der anderen Seite ist das ganz cool. Ab und an stelle ich mir auch mal einen Wecker, wenn ich... ja, wenn ich zu spät ins Bett gehe oder so. Also wirklich viel zu spät, damit ich den nächsten Tag nicht komplett verschlafe. Also was weiß ich, stelle ich mir einen Wecker auf 3:30 oder so. Damit ich wenigstens noch einen Nachmittag habe. Ja, sowas braucht man, finde ich, dann auch. Weil bevor man dann irgendwie versucht, dann wieder einzuschlafen, gerade am Wochenende, wo man sich dann wieder reinfinden muss in den Rhythmus, dann wirklich komplett durchzuschlafen bis um 8 oder so und dann versuchen, um 3 wieder zu pennen, dann das Ganze knicken. Mann, dieser Kacksprung. Immer wieder derselbe. Ich krieg ihn einfach nicht geregelt. Ah, den kriege ich alle Jubeljahre mal hin. Ist aber auch so ein typisches statistisches Phänomen, was wir hier haben. Wenn wir uns mal angucken, ja, ich habe für gewisse Passagen immer eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür, dass ich faile. Und deshalb könnte man sich hier eine wunderbare Kurve aufzeichnen, wie weit ich bei jedem Level komme. Und das würde sich unglaublich gut statistisch auswerten lassen, glaube ich. Dann könnte man direkt darauf zurückschließen, welche Passagen mir am meisten Schwierigkeiten bereiten. Ja, das wäre schon eine coole Idee. Aber dafür müsste man das ganze Video durchgucken und ziemlich viele Messwerte auftragen. Und was ich im Praktikum auf jeden Fall gelernt habe, wenn ihr eine Messung machen wollt, macht sie ordentlich. Und ansonsten lasst lieber. Das ist, glaube ich, ein gutes Fazit, was man aus seinem ersten Praktikum ziehen kann.
Und an der Stelle bin ich mir immer unsicher, ob ich den Dreisprung kriege oder nicht. Ich muss das irgendwie versuchen zu unterbinden mit dem Dreisprung. Und dauerhaft auszuführen ohne den Dreisprung. Stimmt, mir wurde auch geschrieben, man soll an jeglichen Stellen, wo es möglich ist, rutschen. Was ich jetzt hier bei den Pilzabschnitten jetzt allerdings kaum... Also ich meine, wir haben gesehen, auf welche Zeit wir ungefähr kommen müssen. Das war nah dran. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwas mit Rutschen uns noch stark behindern wird oder so. Das passt schon so, ja. Ich sollte vielleicht auch irgendwann mal lernen, den ZR-Trigger zu nehmen. Anstatt hier immer... Das war gut. Das war wirklich gut. Und das war auch gut. Und das war super. Und da springt er wieder zu spät. Das ist echt richtig tückisch, diese Stelle. Ich weiß nicht warum. Es zieht sich ein und du hast das Gefühl, du läufst und läufst und läufst und müsstest gleich mal abspringen und schon bist du unten. Ja. So ein Scheiß. Gut, da haben wir wieder die nächste statistisch schwierige Stelle ermittelt. Mit der ich wahrscheinlich sogar zu einer höheren Wahrscheinlichkeit fehle als da die davor. Weil ich bis jetzt, glaube ich, nur einmal da durchgekommen bin. Macht irgendwie Sinn, oder? Naja, eigentlich nicht. Weil ich da auch wesentlich weniger hingekommen bin. Also von daher. Ich glaube schon, dass die Stelle hier mit der Sprung hier der ist, den ich am meisten verkacke. Ja. Man sieht es. Ich habe aber auch keine Ahnung, wie man den umgehen soll. Das ist echt schwer. Und der Sprung dahinter ist ja eigentlich nichts anderes. Das ist auch... Ja, so sollte man auf jeden Fall springen. Das ist eine super Idee. Ja, immerhin ist das hier noch ein Level, was relativ viel Spaß macht. Wir können durchrennen, das ist ganz in Ordnung. Die Stellen, an denen ich halt immer fail, sind ein bisschen nervig, aber alles in allem ist das doch schon... Ja, man hat wenigstens das Gefühl eines Speedruns. Und wenn ich jetzt so ein bisschen ans nächste Level denke, was uns da erwartet mit diesem... Sammle keine Münze ein oder du stirbst. Dann kriege ich schon's Kotzen, ey. Das könnt ihr glauben. Weil ich kann mich nicht auf zwei Sachen gleichzeitig konzentrieren. Das ist ganz schwer. Wer schon mal mit mir geskypt hat, weiß, dass ich nicht gleichzeitig schreiben und reden kann. Das geht nicht. Das ist, ja, allein vom menschlichen Gehirn her unmöglich. In meinen Augen. Aber vielleicht auch nur von meinem. Ist ja auch interessant. Woran liegt das, dass mir das so vorkommt und andere Leute das ohne... Wieso habe ich da jetzt diesen Kack-Dreisprung bekommen? Der Tastendruck war genau richtig lang. Das habe ich gespürt, ja. Wenn ich diesen Dreisprung nicht bekommen hätte, ich hätte die Bude so abgerockt, ey. Das könnt ihr mir glauben. Naja. Ja. Stream und so. Ihr werdet wahrscheinlich dann eh... Wieso interessiert... Naja, ich sollte aufhören vom Stream zu reden, weil der eh schon vorbei ist zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier hochlade. Egal, in jedem Falle versuche ich jetzt mal wieder ein bisschen mehr Videos zu produzieren, gerade weil ich eben frei habe und quasi nichts machen muss. Quasi ist auch so ein schönes Wort. Es gibt in der Physik sogar zumindest im Abitur, einen Begriff, der sich aus quasi zusammensetzt. Ein Begriff, der selbst schwammig ist und für eine Naturwissenschaft benutzt wird. Sowas ist immer cool. Das sind die... Jetzt muss ich mich richtig erinnern. Das sind quasi freie Elektronen. Aber auch nur quasi freie Elektronen, weil sie könnten ja gebunden sein. Nein. Das ist ein Begriff, der dafür steht, wenn Elektronen in einer Metallbindung eine relativ schwache Bindungskraft an die Kerne haben, dann können andere Teilchen mit denen einen freien Stoß vollführen, ohne dass da irgendwelche Bindungskräfte ins Spiel kommen oder so. Und das nennt man dann quasi elastisch. Nee, nicht quasi elastisch, das nennt man quasi freie Elektronen. Ich verwechsel das immer wieder. Das sind quasi freie Elektronen. Ja. Coole Sache, oder? Also Begriffe, die selbst in der Naturwissenschaft noch schwammig ausgedrückt sind, haben irgendwas falsch gemacht, behaupte ich. Aber man weiß es halt nicht so genau. Sind wahrscheinlich auch noch Überbleibsel so aus der, ja, aus der Zeit, wo man sich eben noch nicht mit Quantenmechanik befasst hat und dann alles als ein bisschen gruselig abgetan hat. Ah, da könnte ich auch wieder Sachen erzählen, ey. Das ist so herrlich. Ein Kumpel von mir studiert Mathe-Lehramt und er muss halt im ersten Semester auch so ziemlich alles das machen und in den folgenden Semestern auch zumindest, nee, nicht alles, aber auf demselben Niveau alles machen wie die Mathe-Bachelor-Studenten. Das war jetzt toll. Ich glaube, das war
Das wäre der kleinste Punkt auf meiner Wann-sterbe-ich-Kurve gewesen. ja, wie gesagt, er studiert Mathe-Lehramt und müsste zumindest auf demselben Niveau alles machen wie die Bachelor-Studenten. Und er meint, also das, was auch der Dozent im Vorkurs gesagt hat und was seine Meinung jetzt auch so ein bisschen ist, in den ersten Semestern lernt man als Mathelehrer, wie man richtig Mathe macht. Und danach lernt man wie man falsch Mathe macht, damit man es den Leuten in der Schule erklären kann. Weil das, was in der Schule gemacht wird an Mathe, ist eigentlich die größte falsche Grütze, die sich jemals irgendein Mensch ausgedacht hat. Das war wieder gut. So, jetzt springen wir hier. Und jetzt springen wir hier. Und dann springen wir hier. Es ist doch wunderbar. Ich weiß nicht, warum ich daran so viel gefällt habe. So, darauf darf man sich doch auch mal einen kleinen Schluck genehmigen, hoffe ich. Ja, also, taktisch ist es jetzt unklug, dass ich ein Thema weiterführe, obwohl ich das Level geschafft habe, weil ich jetzt nicht schneiden kann, eigentlich, aber ich schneide trotzdem. Also freut euch auf die Weiterführung von dem Thema im nächsten Video. Ich bin so ein Skiller.